Die ersten Teile sind bereits geschnitten und geklebt. Viel erkennen können aber auch wir noch nicht. Die Schreiner arbeiten derzeit auf Hochtouren an unserem neuen Studio. Wie das Ganze am Ende aussehen soll, das verraten wir Ihnen heute noch nicht. Fest steht aber, in der Kulisse soll sich die Schönheit Niederbayerns wiederfinden. Wir nehmen ein bisschen auf, einfach das, was so bei uns in der Gegend hier so vorherrscht. Ein bisschen Wald, ein bisschen Wasser, ein bisschen Granit. Wird sich alles irgendwie im Studio wiederfinden. Da gibt es verschiedene Ecken, in denen wir die einzelnen Sendungen produzieren werden. Aber wir halten uns auch natürlich noch vor, weil wir die Studio natürlich auch für hin und wieder andere Produktionen und Sachen und Aufzeichnungen nutzen. Wir behalten uns auch trotzdem noch eine Ecke vor, in der wir eine Greenbox aufbauen können. Wir bereiten uns vor, auch einen weißen Hintergrund für verschiedene Sendungen vorzubereiten. Aber so dieses Magazin, diese Hauptsendung, unser Flaggschiff, wird tatsächlich in einem neuen Studio, in einer neuen Kulisse stattfinden. Bereits vor einigen Wochen waren die Schreiner von Schreinerei 23 bei uns zu Gast, um sich von der Größe unserer Räumlichkeiten ein Bild zu machen. Ein Fernsehstudio zu bauen, ist auch für die Deggendorfer etwas ganz Besonderes. So müssen die Schreiner zum Beispiel auf die Oberflächenbeschaffenheit der Holzarten achten. Aber nicht nur das Studio wird neu bei Donau TV. Auch technisch wurde und wird fleißig gearbeitet. Denn ab Anfang März fließen im Sendestudio in Deggendorf ganze 3 Sender zusammen. Dazu mussten Leitungen neu verlegt und eine den Anforderungen entsprechende Serverstruktur aufgebaut werden. Letztendlich haben wir bisher dafür gesorgt, dass eine Sendung für DonauTV eben die fertig wird. Und ab dem 1.3. werden wir eben für 3 Sender die Sendungen fertigstellen müssen. Und das wird jetzt einfach ein bisschen eine Herausforderung noch festzustellen, wann müssen wir moderieren, wann müssen die Beiträge da sein. Das heißt, es gibt neue Deadlines, die eingehalten werden müssen für die Zulieferungen. Und es wird auch ein bisschen ein Prozess sein, wo wir uns jetzt in den nächsten 14 Tagen, wenn die Serverstruktur steht, auch mit den Kollegen noch ein bisschen besser absprechen müssen, wann müssen die Zulieferungen einfach bei uns im Haus sein, um zu gewährleisten, dass rechtzeitig um 18 Uhr das Programm startet. Der Zeitplan ist sowohl für die Studiobauer als auch für die 3 beteiligten Fernsehsender, allen voran DonauTV, sehr straff. Für die Mitarbeiter bedeutet das neben dem normalen Programm einige Einschränkungen. Tatsächlich ist es so, dass wir versuchen, die meisten Maßnahmen aufs Wochenende oder in die Abendstunden zu verlegen. Es klappt natürlich nicht immer. Sagen wir so gröbere Arbeiten, wie jetzt, dass wir in den Serverraum ein großes Loch gebohrt haben, um neue Serverschränke aufzubauen für die vielen neuen Geräte. So Sachen, das können wir aufs Wochenende legen, weil da wird es ein bisschen lauter. Aber es bleibt tatsächlich nicht aus, dass hin und wieder mal das Studio gesperrt werden muss, ein Kabel gezogen werden muss. Aber da sind die Kollegen bei uns hier sehr, sehr tapfer und nehmen das sehr geduldig hin. Seit einem Jahr planen wir jetzt und jetzt sind wir dann schon sehr gespannt, dass wir ab 1.3. loslegen können. Da gibt es dann noch ein paar tolle Neuerungen auch für die Zuschauer, sei es niederbayerisches Wetter, sei es einen niederbayerischen Nachrichtenblock. Also können wir schon alle gespannt sein, was wir dann ab 1. März alles sehen. Um diese Neuerungen auf Ihrem Regionalfernsehsender dann aber auch empfangen zu können, gibt es noch einen wichtigen Punkt zu beachten. Für die Zuschauer ist tatsächlich nach wie vor zu wissen, dass am 31.3. die SD-SAT-Ausstrahlung beendet wird. Will heißen, wer DonauTV über Satellit sehen will, muss einen Sendersuchlauf starten und Niederbayern HD suchen. Ansonsten bleibt leider der Bildschirm schwarz. All diese Neuerungen sind natürlich nicht ganz billig, zumal DonauTV bereits im vergangenen Jahr für die Fernsehzuschauer einiges investiert hat. Wir haben ja im letzten Jahr schon eine große Investition gehabt, indem wir in HD investiert haben. Das heißt, Lokalfernsehen ist ja seit letztem Jahr in Niederbayern in HD. Und jetzt mit dieser Investition haben wir nochmal die gleiche Größenordnung, also eine 6-stellige Summe in die Hand genommen, um dort ein entsprechendes Studio zu haben, das dann auch allen Ansprüchen, wir Niederbayern haben hohe Ansprüche, die sollen dann auch im Fernsehen entsprechend wahrgenommen werden. Ab dem 1. März bricht also nicht nur für uns Fernsehmacher ein neues Zeitalter an. Auch Sie, liebe Zuschauer, können sich auf ein noch besseres HD-Programm aus Ihrer Heimat freuen. Ganz nach unserem Motto, mehr Fernsehen für Niederbayern.